Jeder Plattenladen hat auch einen eigenen Charakter. Vor allem die Verkäufer von Plattenläden sind ja auch oft sehr große Nerds, schlecht gelaunte Typen, die eigentlich gar nicht wollen, dass du denen auf die Nerven gehst und dass du Musik kaufst und Musik hörst. Und manchmal bin ich schon in Plattenläden gewesen und wollte so philosophieren und diskutieren mit einem Plattenverkäufer oder einer Verkäuferin und habe gemerkt, die haben überhaupt keinen Bock da drauf. Aber nicht, weil die mich jetzt doof finden, sondern weil die auch Musik hören wollen. Ich habe zum Beispiel selber 2 Jahre in einem Heavy-Metal-Plattenladen gearbeitet und ich war immer genervt, wenn einer dazwischen gequatscht hat, wenn gerade ein guter Song lief. Ich habe übrigens im Plattenladen gearbeitet, weil ich mir nicht alles kaufen konnte, was ich haben wollte. Und es gibt nichts Schöneres, als Musik in einem Plattenladen zu hören. Es sollten eigentlich viel mehr Plattenläden wieder eröffnet werden. Einfach nur Räume, wo Musik läuft, die ganze Zeit. Und dann, manchmal habe ich mir gewünscht, ich würde den Plattenverkäufer fragen, ob ich nicht mit dem Schlafsack über Nacht da bleiben dürfte. Kann ich hier bleiben heute? Ach, Olli, nee. Bitte. Bitte. Nee. Bitte. Als Musik noch richtig groß war und ich klein und unbedarft, sangen Lieder, die mein Trost waren, mich jede Nacht in meinen Schlaf. Diese Straßen waren meine Strophen, ich suchte